Österreich darf wieder jubeln. Es ist eine sensationelle WM in Cortina d'Ampezzo. Kathi Liensberger holt heute Slalom-Gold. Ein Grund zu feiern auch für den ÖSV-Präsidenten Peter Schröcksnadel. Schönen guten Tag, Herr Schröcksnadel. Grüß Gott. Das ist ja ein unglaubliches Ergebnis. Wie wird gefeiert in Cortina trotz Corona? Na, wir können nicht sehr viel feiern. Also wir haben ganz kurz angestoßen, jetzt da in unserem Quartier. Also da haben wir so ein Zwischenquartier am Hang. Und ich bin jetzt schon mit dem Auto und die Katharina ist kurz gekommen und hat auch angestoßen. Das war's. Mehr können wir ja leider da nicht tun, weil es ja Corona. Wir können ja trinken, kannst ja nur nicht mit Maske. Also das geht nicht. Also halt, das haben wir das sehr kurz gehalten und uns gratuliert. Wie haben Sie denn das Rennen heute erlebt? Das war ja unglaublich, diese Leistung. Naja, ich habe es insofern gut, weil man nicht gedacht hat, dass die Katharina so schnell im ersten, so weit im ersten Durchgang vorn war. Sehr weit, ja, also vor der Schifferin und Holdener und nur knapp bei der von Lova Abad. Aber das zweite Rennen, also der zweite Durchgang ist natürlich der schwierigere. Weil wenn man oben steht und man hat die beste Zeit und fährt als Letzter, dann ist natürlich die Spannung enorm. Und die Konkurrentinnen versuchen natürlich, das vorzulegen. Und ja, und ich habe schon gedacht, sie hat gute Nerven. Wenn sie nicht einfädelt, dann kann sie das gewinnen. Und das hat sie aber sehr bravourös gemacht. Mit einer Sekunde Vorsprung, das ist schon... Das sind diese Zeiten, eine Sekunde Vorsprung, wie wir vor ein, zwei Jahren hinter den Damen Schifrin oder Lova waren. Österreich schneidet ja sensationell ab bei dieser Skiweltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo, die ja an diesem Wochenende auch schon wieder zu Ende geht. Ihre vorläufige Bilanz? Naja, besser geht es eigentlich nicht. Wir haben ja morgen noch Rennen. Möglicherweise kann man morgen, wir haben ja das Potenzial, morgen noch eine Medaille zu gewinnen. Es ist ja so, dass wir im Medaillenspiegel aufgrund der vielen Goldmedaillen eindeutig also vorne sind, was uns freut. Es hätte die Schweiz heute nachziehen können, ist ihnen nicht gelungen. So, damit sind wir natürlich in dem Sinne jetzt Nummer eins. Aber wenn wir morgen noch eine Medaille gewinnen könnten, würde es uns freuen. Aber wir sind deswegen nicht hochmütig oder überheblich. Unsere Athleten und Athletinnen sind gut gefahren. Die Trainer haben eine gute Betreuung gemacht. Die Serviceleute auch. Das geht nur im Team. Wir halten unglaublich gut zusammen, auch wenn man es am Anfang der Saison totgesagt hat. Hat es also nie einen Keil hineingetrieben und wir sind immer zusammengestanden und gesagt, wir wissen, dass wir das können und wir wissen, dass es funktionieren wird. Und jetzt bei der WM hat es sehr gut funktioniert. Österreich, ich muss sich das einmal auf der Zunge zergehen lassen, hält bei 5 Gold- und 2 Bronzemedaillen. Das ist ja eine unglaubliche Bilanz, wie Sie ja sagen. Hätten Sie sich das am Anfang dieser Skiweltmeisterschaft in Cortina gedacht, hätten Sie es in den kühnsten Träumen ausmalen können, dass Österreich derartig gut hier abschneidet? Ja, meine Prognosen sind ja immer bei Weltmeisterschaften seit vielen Jahren, dass wir zwischen 6 und 8 Medaillen machen. Jetzt sind wir bei 7. Wir haben noch die Chance auf morgen auf 1. Die Farbe ist ein anderes Thema, dass wir so viele Goldmedaillen gewonnen haben. Das hätte ich mir nicht erwartet, die eine oder andere natürlich. Also wir sind in der Abfahrt sehr stark, wir sind im Slalom sehr stark. Da können ja eben morgen noch Medaillen kommen. Ja, aber wie gesagt, dass so viele Goldmedaillen gekommen sind, das ist für uns schon nicht eine Überraschung, aber es macht uns zufrieden, dass sie gut gearbeitet haben. Alle unsere Leute, die Läufer, die Trainer, die Serviceleute, das gehört ja alles zusammen. Es ist wirklich eine unglaubliche Bilanz, Herr Schröcksnadel. Ihr Wort zum Schluss? Ja, was ich sagen wollte, ist noch, dass wir momentan eine sehr traurige Zeit erleben mit Corona und allen Lockdowns und was immer. Und deswegen freut es uns alle umso mehr, unsere Athleten und die Betreuer und auch mich persönlich, dass wir Freude in die Wohnzimmer bringen konnten mit diesen guten Ergebnissen. Das macht uns ja auch irgendwo in ganz Österreich Freude. Und das wollte ich noch sagen. Das stimmt. Ein wirklich freudiges Ergebnis, eine rot-weiß-rote Glanzstunde. Heute wieder, es waren rot-weiß-rote Festspiele in Cortina d'Ampezzo. Und vielleicht kommt ja am Sonntag sogar noch eine Medaille dazu. Dankeschön, Herr Schröcksnadel, für das Gespräch. Dankeschön.
Danke, Wiederhören.